Wir haben alle Projekte zu einer Bioraffinerie verknüpft und alle beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nicht nur ihr eigenes Wissensgebiet bearbeitet, sondern auch Einblicke in die jeweils benachbarten Gebiete bekommen. Wir haben uns also sowohl um den Anbau der Biomassen gekümmert, als auch um die Verarbeitung dieser Lignocellulose. Und aus meiner Sicht ist das allein schon ein großer Erfolg des Verbundes, diese Verbundarbeit bewerkstelligt zu haben.